Also auch die Komponente, dass es halt online ist und die mit den Live-Sessions, sodass du auch noch selber Fragen stellen kannst und dass sie sowieso immer für Fragen bereitsteht. Also finde ich echt gut, was ihr da macht. Stell dich doch gerne erstmal kurz vor, sag, wer du bist und was du bislang so gemacht hast. Ja, ich bin Kerstin und ich arbeite als Grafikerin und habe angefangen, fürs Buchstabenmuseum in Berlin zu arbeiten und habe dann Social-Media-Kanäle übernommen und es hat mir so Spaß gemacht, dass ich da dachte, irgendwie, ich möchte das gerne mit fundiertem Wissen machen und so kam ich dann zu eurer Weiterbildung. Sehr schön. Und wie hast du uns gefunden? Also ich meine, Weiterbildungen in dem Bereich gibt es ja zuhauf am Markt, aber wie bist du auf die Sat gekommen? Ich habe gegoogelt und habe mir verschiedene angeschaut und hatte halt geschaut bei der IHK oder andere Anbieter. Und die haben mich dann aber nicht so überzeugt, weil das halt nicht so flexibel war und war halt auch mit Präsenz, was ich dann schwierig fand. So. Und euer Angebot fand ich halt cool, weil es komplett online war, aber trotzdem mit Live-Inhalten. Und und euers war halt auch noch so, dass ihr ja selber eine Agentur seid, die auch noch quasi up-to-date seid. Und das hat mich letztendlich dann auch noch überzeugt, weil ich dachte, ich werde halt schon am Puls der Zeit sein und Social Media wandelt sich halt so schnell und deswegen. Ja, das ist, glaube ich, ein großer Vorteil, den wir haben, dass wir wirklich so aus der Materie direkt schöpfen und da einfach ganz nah am Geschehen sind. Schön nochmal zu hören, dass das so die Punkte sind, die dich überzeugt haben. Das heißt, du hattest aber schon ein Stück weit Vorerfahrung, wenn du sagst, du hast dort schon so ein bisschen Social Media Kanäle betreut. Genau, ich glaube inzwischen sind es 3 oder 4 Jahre, mache ich das dann schon, ja. Sehr cool. Dann ist ja super spannend zu erfahren, ob das Ganze dir denn auch was gebracht hat. Also hast du denn noch mehr dazugelernt, wenn du da ja doch schon etwas erfahrener bist? Ja, auf jeden Fall. Also der Content-Part, der war jetzt für mich quasi so der einfachste sozusagen, ne? Als Grafikerin war das ja dann nicht so viel Wissen, neues Wissen. Aber der Strategie-Part auf jeden Fall, der hat mir echt weitergeholfen und der Anzeigen-Part auch. Beim Anzeigenpark dachte ich auch erst so, mal gucken, ne, so mit dem Werbeanzeigenmanager. Aber an sich hat es auch voll Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich das auch weiter vertiefen kann jetzt. Ich finde es auch immer super spannend, wenn man so einen Bereich hat, auf dem man sich schon gut auskennt, da einfach nochmal so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und auch die anderen Bereiche so ein bisschen näher kennenzulernen. Vielleicht ist dann ja auch immer noch ein bisschen was dabei, wo man sagt, ach, eigentlich könnte ich das in Zukunft auch mitmachen. Genau. Gab es dann irgendwas konkret, was dich, also wo du so Aha-Effekte hattest oder wo du gesagt hast, Mensch, das hilft mir jetzt wirklich weiter. Ich habe da so ein bisschen den Strategiepart jetzt auch im Hinterkopf, wenn du sagst, du hast diesen Content-Bereich bislang ja schon sehr intensiv gemacht, beziehungsweise einfach als Grafikerin da auch einfach die Erfahrung. Aber gab es da irgendwo Sachen, wo du sagst, Mensch, das hat mich jetzt wirklich bereichert, das hilft mir auch in meiner Arbeit in Zukunft wahnsinnig weiter? Die Analyse mit den KPIs, so worauf ich mich fokussieren kann, wo ich dann auch sagen kann, okay, das ist gut, das ist schlecht gelaufen und wie kann ich das optimieren und dass ich das nicht einfach aus dem Bauchgefühl jetzt irgendwie entscheide oder so, sondern mir wirklich die Zahlen anschauen kann und sagen kann, okay, das war gut, das nicht. Und dieses Analyse, das Analysieren, das hatte ich halt vorher nicht und das hat mir gefehlt so. Ja, hattest du denn konkrete Erwartungen, was die Weiterbildung betrifft, also gerade mit dem Vorwissen, was du hattest? Dass ich mich danach sicherer fühle, dass ich irgendwie mehr das Gefühl habe, ich weiß, was ich tue und mache nicht einfach irgendwas und gucke, wie es läuft, sondern dass ich halt auch wirklich in der Lage bin, jetzt auch eine Strategie zu entwickeln. Dass es halt nicht einfach nur Content ist, der einfach schön aussieht, sondern dass halt auch ein Ziel ist, das auf ein Ziel auszielt, ja. Und das hat es auf jeden Fall geholfen dabei. Das wollte ich gerade fragen. Und die alles entscheidende Frage an der Stelle ist natürlich, sind wir denn dem gerecht geworden? Bist du denn da angekommen und hast das Gefühl, du bist da jetzt sehr schön? Das freut mich zu hören. Bei dir war die Situation ja auch ein bisschen eine andere. Wir haben ja ganz, ganz viele Teilnehmer, die das Ganze über die Agentur für Arbeit gefördert bekommen, weil sie eben arbeitssuchend gemeldet sind. Bei dir war das ein bisschen anders, weil du in Elternzeit warst. Auch super, super spannend. Das heißt, du hast das Ganze quasi selbst finanziert. Dazu habe ich mehrere Fragen. Zum einen hat sich für dich ausgezahlt, natürlich das Geld auch in die Hand zu nehmen. Zum anderen, genau, man muss das natürlich auch zeitlich abgebildet bekommen, da sich das einrichten zu können. Hast du das gut hinbekommen? Ja, also finanziell finde ich, hat sich gelohnt, definitiv, auf jeden Fall. Also ich investiere gerne in meine Weiterbildung und in mein Wissen. Und zeitlich ging das auch ganz gut. Also zwischenzeitlich so über die Sommer-Kita-Schließzeit habe ich dann so ein bisschen den Fokus verloren. Da war es dann schwierig so, aber dann bin ich wieder gut reingekommen. Also ich wäre gern ein bisschen früher fertig gewesen, so, also für meinen eigenen
eigenen Druck, den ich mir gemacht habe, aber so hat das auch echt gut funktioniert, ja. Würdest du es weiterempfehlen und wenn ja, wem? Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen und ich würde es einfach allen weiterempfehlen, die sich für das Thema interessieren, die darin arbeiten wollen, die das jetzt vielleicht schon machen und sich nicht sicher fühlen in dem Thema, würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Nochmal so ein bisschen auf die Inhalte. Bist du mit der Lernform an sich gut zurechtgekommen? Ich meine, wir haben sehr, sehr viele Videos und Texte. Haben dir die Videos das Wissen gut weitervermittelt? Bist du damit gut zurechtgekommen? Ja, also ich fand es gut, dass es alles Videos waren. Also teilweise war es ja auch Text. Ich fand die Kombination gut von Video und dann nochmal eine Textzusammenfassung darunter. Und die Quizzes danach fand ich auch echt gut, um nochmal so zu sehen, ob man es wirklich verstanden hat und nicht einfach nur alles durchlesen, durchgucken und das war's. Das hat mir echt gut gefallen. Und die Praxisaufgaben, die fand ich auch echt gut. Vor allem, dass man sich einen Case aussuchen konnte und die dann durchgezogen hat, sodass man quasi einen Kunden betreut hat und einfach alles durchgemacht hat. Das fand ich echt gut. Wie war die Abschlussprüfung für dich? Ich war erstaunt, in welchen Bereichen ich die Fragen beantworten konnte und welchen nicht. Das war dann auch okay. Ich dachte, ich hätte es verstanden. Aber sonst war gut. War auf jeden Fall ein gut umfängliches Wissen, das abgefragt wurde. Ja. Hat dir das geholfen, dass es quasi keine so krassen Prüfungsumstände waren? Ich meine, wir haben ganz, ganz viele Teilnehmer, die sagen, oh Gott, wie ist denn die Prüfung aufgebaut? Ich habe fürchterliche Prüfungsangst. Die dann, wenn sie hören, dass es mehr als einen Versuch gibt und man auch nicht die Umgebung scannen muss, um dann irgendwelche Überwachungsmodi einzuschalten. Das hilft ganz, ganz viel, um so diese schlimme Angst so ein Stück weit abzulegen. Man macht das ja wirklich mehr oder weniger in Eigenregie und hat da auch keine Zeit, die irgendwie rückwärts tickt und einem im Nacken sitzt. War das für dich hilfreich oder bist du da sowieso entspannt und sagst, ach, mach ich so? Ich fand es auf jeden Fall hilfreich so, ne? Also Prüfung war jetzt noch nie so meins, fand ich jetzt nie so spannend. Also ich war nie super nervös, aber es war jetzt auch nicht so das Einfachste überhaupt. Und ich fand es gut, dass man das selber machen konnte und wenn man halt dann knapp verpasst hat, dann kann man halt nochmal machen und ja, das war schon beruhigend zu wissen. Hast du sonst noch irgendwelches Feedback, irgendwelche Verbesserungsvorschläge, irgendwas, wo du sagst, das hätte mir noch geholfen, das hätte ich irgendwie gerne noch dabei gehabt oder sagst du, es war alles fein, wie es war? Also ich fand es einwandfrei. Ich glaube, mir hätte vielleicht noch so ein bisschen Zeitdruck geholfen, so ein bisschen, damit ich den Fokus nicht verliere so, aber sonst fand ich es super. Also auch die Komponente, dass es halt online ist und die mit den Live-Sessions, sodass du auch noch selber Fragen stellen kannst und dass ihr sowieso immer für Fragen bereitsteht. Also finde ich echt gut, was ihr da macht. Schön. Vielen, vielen Dank. Den Zeitdruck haben natürlich Leute, die das Ganze gefördert bekommen, schon, weil die haben halt einen vorgegebenen Zeitrahmen. Leute, die das selbst finanzieren, haben da natürlich ein bisschen mehr Spielraum. Da sind wir natürlich auch nochmal anders, also Kollanter ist vielleicht das falsche Wort, weil wir natürlich auch allen anderen da jetzt nicht unnötigen Druck machen, aber da gibt es einfach auch eine Instanz dahinter, die dann einfach auch möchte, dass dann alles zeitgemäß abgearbeitet wird. Aber das kann natürlich Fluch und Segen sein, da hast du schon recht. Wenn man natürlich den nötigen Druck nicht dahinter hat, weil keiner einem im Nacken sitzt, kann das durchaus natürlich dazu führen, dass man dann etwas den Fokus verliert, wenn ja solche Situationen wie eben Ferien oder so mit anstehen. Ja. Man hat aber eben auch nicht im Nacken sitzen, dass man unbedingt fertig werden muss und macht sich den Stress dann auch nicht so. Aber das hat halt wirklich seine Vor- und seine Nachteile. Prima. Ich danke dir für das positive Feedback, für deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast, für deine Zeit, die du dir dafür noch genommen hast. Und hoffe, dass du jetzt im Job, bist du schon wieder aktiv jetzt? Arbeitest du wieder? Ja, meine Elternzeit ist vorbei und ich arbeite jetzt auch wieder. Hervorragend. Dann hoffe ich, dass dir das ganz, ganz viel bringt, dass du da jetzt noch weiter vorankommst, da weiter aktiv sein kannst, noch mehr machen kannst mit dem neuen Wissen, was du dazu bekommen hast. Und bin ganz gespannt, was du in Zukunft noch berichtest. Hoffe, du wirst uns ein bisschen was berichten. Ja, und wünsche dir aber ganz, ganz viel Erfolg auf deinem zukünftigen beruflichen Wegen. Dankeschön.